Das von der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt vorgelegte Leitbild trägt die Überschrift Grüne, gerechte, wachsende Stadt am Wasser. Perspektiven der Stadtentwicklung für Hamburg. Es stellt in 4 Kapiteln und 2 Plänen Ziele und Aufgaben sowie die Orte der räumlichen Entwicklung für die nächsten 2 Jahrzehnte dar. Es versteht sich als Positionsbestimmung und als Anregung zur Diskussion. Mehr Stadt in der Stadt, das ist die Strategie Hamburgs. Sie öffnet mehr Raum im bestehenden Siedlungsgefüge. Eine behutsame Verdichtung ermöglicht es, lebenswerte und gemischte Quartiere zu schaffen und Freiräume zu schützen. Hamburg entwickelt eigene Qualitäten weiter und zeigt in seinen großen Stadtentwicklungsprojekten wie Mitte Altona und vielen weiteren Bauvorhaben an vielen Orten in der Stadt, dass dies gelingen kann. Hamburg will sein maritimes Potenzial an Elbe, Alster, Bille und auf den Elbinseln aktiv gestalten. Über 30.000 Menschen werden in den bereits heute geplanten Projekten am Wasser zusätzlich leben können. Etwa 50.000 bis 70.000 Menschen werden dort arbeiten. Und noch viel mehr Menschen können diese Räume für Freizeit und Erholung nutzen. Hamburg wird eine solidarische und gerechte Stadt bleiben. Daher setzt das Hamburger Wohnungsbauprogramm auf langfristige Kontinuität. 6.000 neue Wohnungen pro Jahr sind das Ziel, das in enger Zusammenarbeit von Investoren, Wohnungswirtschaft, Bezirken und Senat verwirklicht werden soll. Von diesen Wohnungen sollen mindestens 2.000 als Sozialwohnungen den Wohnungsmarkt entlasten und auf besondere Bedarfsgruppen ausgerichtet sein. Stadtteile und Nachbarschaften sollen mit einem integrierten Ansatz gestärkt werden, der die Verbesserung der Freiraumqualitäten ebenso im Blick hat wie die der Bildungseinrichtungen. In kaum einer europäischen Stadt sind herrliche Naturlandschaften, große Parks am Wasser und baumbestandene Straßen so eng miteinander verwoben wie in Hamburg. Artenvielfalt, Stadtnatur und Stadtgrün sollen geschützt und gefördert, die Energiewende und der Natur- und Klimaschutz vorangebracht werden. Die Chancen, die neue Technik, umweltbewusstes Handeln und die Energiewende dabei bieten, sind groß. Die internationale Bauausstellung hat dies exemplarisch gezeigt. Ein Schlüsselbereich für Veränderungen stellt die Mobilität in der Stadt dar. Vom Besitzen zum Benutzen ist Trend und Strategie, mit der sich Lebensqualität in der Stadt für alle maßgeblich steigern lässt und neue Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum entstehen kann. Die Förderung der Elektromobilität ist Teil davon. Der Ausbau eines umweltfreundlichen Bus- und Bahnsystems in Stadt und Region und dessen konsequente Verknüpfung mit Rad, Taxi und Pkw öffnen hier neue Perspektiven. Hamburg ist auch ein Standort der Industrie und soll dies auch bleiben. Deswegen werden Flächen für Produktion, Logistik, Dienstleistung und Kreative gleichermaßen zukunftsfähig entwickelt. Große Investitionen fließen in den Erhalt und behutsamen Ausbau der Verkehrsinfrastruktur, in den Fernverkehr und in das Schnellbahnnetz. Mit Verkehrsprojekten wie der Verlegung der Wilhelmsburger Reichsstraße, dem Deckel über die A7 und der Mitte Altona und dem Ausbau von U- und S-Bahn sind große Projekte anzuschieben und zu realisieren. Schon in den vergangenen Jahren hat Hamburg seine Entwicklungschancen genutzt. Auf den Elbinseln und in Harburg lassen sie sich erleben. Diese Entwicklung soll fortgesetzt werden. In den nächsten Jahren wird sich der Blick aber auch verstärkt auf die Potenziale des Hamburger Ostens richten. Auch in Zukunft wird sich Hamburg weiteren neuen Herausforderungen stellen. Durch Projekte an vielen Orten und in allen Stadtteilen. Aber auch immer wieder durch umfassendere Veränderungen in ausgewählten Teilbereichen der Stadt.